hoffe jetzt nur, dass Charles nicht beim Seitensammeln kommt. So, das finde ich jetzt geil. Ist das jetzt eine Slender-Verarsche, weil ich muss Seiten sammeln, die einer im Wald an Bäume klebt? Es gibt ein richtig geiles Rocklied vom Slenderman. Das ist eine Slenderman-Verarsche! Leck mich! Nur die Sau bewegt sich! Fick dich! Slendy! Oh, ich krieg... Ey, Marcel, eben noch über Slenderman gesprochen, ey. Ich krieg gerade wieder ein Trauma hier. Mein altes Slenderman-Trauma kommt wieder hervor. Gott, ich hab die Sau gehasst. Wie lange verfolgt denn der mich jetzt? Ja, Pädchen auf Deutsche Bahn. Alter, die Sau ein Tempo drauf hier. Boah, Alter, ich habe eine brutale Gänsehaut. Ich habe echt so ein kleines Slenderman-Trauma. Ey, wenn jetzt noch dazu kommt, das wär optimal. Das wäre sowas von meinem Leben, wenn jetzt noch ein Zug kommt, der mich frisst. Seit fast einer Woche beobachten wir das Geröllfeld für Warren. Doch wir haben nichts Interessantes entdeckt. Gelegentlich sehen wir Sascha durch die Gegend laufen und Charles taucht hin und wieder auf. Doch das lässt Warren völlig kalt. Er wird uns nicht verraten, wonach wir es suchen. Wir sollen nur alles dokumentieren und ihn benachrichtigen, wenn wir etwas Interessantes sehen. Dienstplan der Woche 0818. Oh, ich hasse. Ja, nee. Slenderman ist für mich eines der schlimmsten Dinger, ey. Bin ja eh so ein Schisser. Ah, fuck it. Wo ist denn die Sau? Oh, ich höre diese Musik. Ich höre diesen Herzschlag und ich krieg einfach eine Gänsehaut. Das ist brutal. Leck mich. Outlast 2, ja gut, okay. Outlast 2 war nochmal eine Spur schlimmer. Aber trotzdem, ich habe ein Slenderman-Trauma.
Alter, geh weg! Fick dich, ey, was ist mit euch Entwicklern falsch? Was denkt ihr euch so eine Scheiße aus hier? Ich weiß ja nicht, ob mir... Nein. Nein, nein, nein! Charles. Ich hab Charles gehört, ey. Wenn ich da einen Kill krieg, spiel ich's. Oh, Alter, das nervt mich jetzt gerade hart. So, eins fehlt noch. Eine Seite fehlt noch. Ja, Thomas, dann arbeite dran. Guck, dass wir einen Kill kriegen. Ja! Hallo Angelstar! Thanks for bringing me those papers. Slender the 8 Pages, ich hab Arrival gezockt gehabt. Ja, etwas Schrott für mich, vielen Dank. 65, ui. Das muss ich nochmal was gucken. So. Die Pickle-Mission Boulder Filk Page. Habe ich ja jetzt gerade fertig. So, jetzt gehen wir nochmal hier hin. Und dann habe ich ja eigentlich so alles. Oh Gott, der ganze Rückweg hier. Du, 8 Pages geht noch. Das Arrival, das war, also Slender als fertiges Spiel, das war schlimm. Wie gesagt, da habe ich heute mit Marcel sogar drüber gequatscht. Gerade dieser Minenabschnitt, wo dich dieses Ding verfolgt und du hörst nur die Schritte. Ah!
den Weg planen. So, wir gehen jetzt weiter. Ach ja, gut, ich fahre jetzt eigentlich genau im Kreis. So, wir machen jetzt mal noch die Mission der Pickle Lady. Stopp! Ach so, warte mal, hier war ich ja schon. Komm ich da rein? Nö. Nö. Aber, ja, hier war ich schon. Stimmt. Ich erinnere mich. Oh Gott! Na komm, Charles. Wo bist du? Komm schon. Du Sau. Deine Mutter arbeitet für die Deutsche Bahn. Geht doch nicht über die gute alte Wumme. Da, geh weg. Alles klar, Paul. Viel Spaß beim Bubu. Oh, ich bin jetzt an der Stelle, wo ich anhalten will. Sehr gut. Ja, perfekt. So, das wird jetzt interessant. Marcel, der Paul for You ist mein Kanalpartner. Mit dem betreibe ich die Scheiße hier. Und mit Game Night bin ich in dem Netzwerk, das ich dir erzählt habe. Ah, wir haben die Gurkenhöhle gefunden. Geil. Ich hab das Gurkenglas. Geil. Gurken, Gurken, Gurk, 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 Gurkchen. Geschrieben Gurke. Okay. Jo. Das haben bestimmt die Engel gesagt. Das ist mir zu gefährlich, da hinzulatschen und dann wieder zurück. So, im Endeffekt habe ich jetzt alles erledigt, außer die Tempelmission. Hi Steffi!
Ich bin ein taubes Gürkchen. Yay! Wir alle sind taube Gürkchen. Yay! Es interessiert mich ja jetzt trotzdem noch, was da in diesem einen Haus da ist am Strand, wo ich jetzt vorbeigefahren bin eben. Wie muss ich denn dafür fahren? Ich muss bis dahin fahren. Na, Steffi, wie geht's dir? So, wie vom fahre ich da? Links oder rechts? Nach rechts, sehr gut. Dann stoppe ich hier mal, weil mich interessiert das nämlich, was da hinten ist. 28 Schrott für Tempo aufs Maximum. Jetzt brauche ich nur noch mal 28 Schrott für die Panzerung, verdammt, aber das kriege ich ja jetzt nicht mehr. Das schaffe ich nicht mehr, schade. Joa, mir geht's gut. Bist du müde von der Arbeit? Mich nämlich jetzt. Und da geht es auch direkt schon ins Finale. Jemand von der Bande hat gerade mein Floß entdeckt, also kann ich es nicht riskieren, auf dich zu warten. Wir können jederzeit zurückkommen. Es tut mir leid, dass ich dich nicht mitnehmen konnte, aber ich versichere dir, dass ich Hilfe holen werde, um dich und alle anderen von der Insel zu retten, sobald ich das Festland erreiche. Alles Liebe, Diana. Hat ja nicht so gut geklappt, ne? Ah, diese Dette! Ich habe 9. Ich könnte es eigentlich fast noch schaffen. Ich brauche 28. Jetzt habe ich 10. Ich brauche 28 Stück und dann kann ich den Zug aufs Maximum verbessern. Ey, komm, ich will die Trophäe haben. Ich glaube, das ist nicht gut ausgegangen. Behaupte ich jetzt einfach mal. Behaupte, dass ich die Behauptung aufgestellt habe. 13, ey, verdammt nochmal, ey. Es ist eigentlich nicht viel, was fehlt. Die Hälfte habe ich. Mission erfüllt. Das war der Schrottplatz, der gebrannt hat. Okay, ich gehe jetzt erstmal hier zurück.
16.